Lieber Schütze, herzlich willkommen zu einem weiteren Video für dich. Aha, aha. Schauen wir uns an, was dich erstaunt zurücklassen wird. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb des Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Schütze, aha, aha. Ein Gefühl des sich ausgenutzt Fühlens, betrogen Fühlens. Wem gibst du die Schuld? Vielleicht handelt es sich nicht um einen anderen Menschen, sondern um Selbstbetrug. Wir werden sehen. Du hast das Gefühl, etwas wurde genommen. Die Leichtigkeit. Ein Seiltanzakt für dich. Doch wie definierst du Leichtigkeit? Ja. Puh, gut möglich, dass du mit einem Luftzeichen verbunden bist. Wassermann, Zwilling, Waage. Es geht um Kommunikation, Erwartungen. Es geht um Klarheit. Lieber Schütze, jeder sieht immer nur das, was er bereit ist zu sehen. Du hast das Gefühl, nicht weiterzukommen. Es ist, als wären dir Hände und Füße gebunden, als würdest du vor einer Wand stehen. Eine Erkenntnis, die auf sich warten lässt, doch du wirst den richtigen Input bekommen. Und zwar dann, wenn eine Botschaft, eine Nachricht, eine Gelegenheit auf dich zukommt, die dir klar macht, dass es darum eigentlich überhaupt nicht geht. Auch wirst du zu guter Letzt über dich selbst ein bisschen schmunzeln, dass du dich mit sowas überhaupt aufgehalten hast. Das Schicksal hat seine Finger im Spiel. Es gibt ein Turnaround diesbezüglich. Eine 180-Grad-Wendung, denn dein Fokus wird auf etwas ganz anderes abgezogen. Schauen wir uns an, was ist wichtig für dich, dein Zeichen. Ja, gut möglich, dass du dich mit Runen beschäftigst, Weissagungen, Vorhersagungen. Du möchtest selbst in dein Schicksal eingreifen, du möchtest selbst dein Schicksal in die Hände nehmen. Doch es geht auch darum, dass du vertraust, dass alles so wie es ist, gut so für dich ist. Die verschlossenen Türen einen Grund haben, warum sie verschlossen sind. Du wirst dich durch diesen Input, den du hier eventuell bekommst, von diesem Luftzeichen oder durch einen Traum, durch eine Eingebung von deinem Seelenbegleiter, wirst du etwas erkennen. Dieses Erkennen ist dein tiefes Seelenwissen, das du mit in dieses Leben genommen hast.
Dein Seelenwissen wird dich anleiten, Vertrauen in eine ganz bestimmte Situation zu haben. Es geht um Erziehung, die Erziehung, die du genossen hast, die Erziehung, die du vielleicht anwendest, falls du Kinder hast. Es geht darum, dass du dich fragst, warum muss ich überhaupt gewisse Attitudes haben? Warum muss ich überhaupt gewisse Dinge so verrichten, wie man es von mir verlangt, wenn ich es doch ganz anders machen möchte? Das ist der Einstieg für dich, auf das die Enttäuschung umgewandelt werden kann. In ein breites Lächeln und einen großen Segen. Deine Geschichte. Wenn du aufgefordert werden würdest, deine bisherige Lebensgeschichte niederzuschreiben, wie wäre der Buchtitel? Du wirst dich mit neuen Themen beschäftigen und dieses Trübsalblasen, diese Enttäuschung wandelst du um in Zuversicht, Dankbarkeit und neue Zielausrichtung. Deine feinstofflichen Begleiter möchten dich in eine neue Richtung führen. Lass es zu, denn dort, wo sie dich hinhaben wollen, hat nichts mit Tradition zu tun, sondern mit deiner ganz eigenen Art und Weise, mit deiner Potenzialentfaltung und mit deiner ganz eigenen Art und Weise, die Dinge zu sehen und auszuleben. Die Natur für dich sehr, sehr ausschlaggebend. Du wirst sehr, sehr viele Antworten in der Natur finden. Und für dich eine neue Ordnung in deinem Leben, in deinem Inneren erschaffen können. Sofern du bereit bist, die Inputs anzunehmen, die dir gegeben werden und die Gelegenheit, die sich dir bietet, beim Schopfe zu packen. Fokussiere dich nicht darauf, auf das, was gegangen ist, sondern schaue das, was geblieben ist. Schaue darauf. Verändere deinen Fokus. Denn die da oben haben ihre Finger mit im Spiel. Du teilst dich niemandem mit. Warum nicht? Ich sehe. Du hast Angst, ausgelacht zu werden, lächerlich zu wirken,
nicht ernst genommen zu werden. Deine Emotionen treiben dich diesbezüglich manchmal fast in den Wahnsinn. Doch dann sagen wir eine Kurzschlussreaktion. Du bemerkst, dass mit dem Kopf gegen die Wand rennen gar nichts bringt. Und du nimmst dich zurück. Das Gute daran ist, dass durch diese aktive Aufgabe des Widerstandes das auf dich zukommt, was du so forciert hast in der Vergangenheit, doch auf eine andere Art und Weise. Das schauen wir uns im Extended an, lieber Schütze. Ich warte dort auf dich. Bis gleich. Ciao.